Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um den Battle Pass, diesmal Season 4, Woche 1. Und ihr seht es schon, Folge der Schatzkarte aus Tomato Town, darum geht es heute. Falls ihr immer up to date bleiben wollt, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, es gibt es jede Woche und wir starten direkt rein mit Folge der Schatzkarte aus Tomato Town und ich zeige euch, wo ihr dafür landen müsst. Und zwar sind wir jetzt gerade in unserem Bus angekommen. Die Schatzkarte findet ihr erstmal hier in Tomato Town hier an der Seite und dann führt euch die Schatzkarte Richtung, ihr seht es schon, hier ist auch übrigens ein Meteorit eingeschlagen, Richtung dieser Stelle hier und hier müsst ihr dann einfach landen und da gehen wir jetzt auch direkt runter und dann zeige ich euch, dass ihr ihn da einsammeln könnt und dann wäre es das mit der Aufgabe auch schon gewesen. Wir springen jetzt einmal runter und dann sehen wir uns direkt wieder. Wenn ihr jetzt hier auf Loot Lake zufliegt mit Blick Richtung Westen, dann habt ihr hier ein Boot, was schon mittlerweile ein wenig zerstört ist. Ich hoffe einfach mal, hier kommen nicht ganz so viele runter. Und ich habe auch die Idee, dass ich jetzt nicht direkt beim Boot lande, sondern erstmal ganz schmackotastisch an der Kiste, denn dann haben wir die Waffe schon mal gesnackt. Und damit sollte niemand mit uns mitkommen. Ihr seht, der Battle Pass Stern, den haben wir jetzt auf jeden Fall erreicht und ja, haben wir auch schon direkt mal erledigt. Aber den Battle Pass Stern auf jeden Fall einsammeln und dann habt ihr das Ganze gemeistert. Wie gesagt, falls ich euch jetzt helfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr nichts mehr verpasst. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, wie gesagt, hier gibt es auf diesem Kanal alles rund um Fortnite. Würde mich mega freuen und falls ihr mega, mega viel Bock habt, dann aktiviert auch gerne die Glocke.